Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Conan Exiles Video. Ja, Leute, ich habe versucht gerade eben schon eine Aufnahme, eher gesagt, habe aufgenommen, aber die Aufnahme konnte ich nicht zu Ende führen, weil der Server offline gegangen ist. Also der Horst hat die Sitzung geschlossen, weil er bestimmt wieder Server-Einstellungen sich vornimmt und was weiß ich nicht alles, weil ich mit euch was vorhatte. Ich wollte mit euch zur Königin. Macht das jetzt auch da? Die ist hier unten. Vergessene Stadt. Da werden wir jetzt mal hingehen. Also ich werde jetzt da gleich einen kurzen Cut setzen, mich hin teleportieren und dann werden wir da mal die töten. Aber ich bin überlegen, welche Waffe ich gerade nehme, weil hier hängen so viele. Ihr seht, ich mache hier nämlich gerade auf meinem privaten Server probiere ich, sag ich mal, probiere ich nur aus, Leute. Was man hier so machen kann und ja, wie es alles so vom Bauen her ist, ob das geil werden kann oder nicht. Das mache ich nämlich die ganze Zeit, da bin ich nämlich die ganze Zeit bei. Wir nehmen das Schwert, ja, genau das Richtige. Das werde ich gleich mal direkt ausrüsten. Ihr seht, ich habe noch irgendwie so einen ganz vielen Scheiß dabei. Dann brauche ich noch ein Häutmesser. Häutungsmesser, haben wir hier nicht irgendwo eins hängen gehabt? Müsste eigentlich hier eins sein. Nee. Ja. Aber wir können auch eine Pickaxe mitnehmen. Die haben wir sogar, glaube ich, schon im Inventar. Nein, auch nicht. Wo sind denn meine ganzen Sachen hin, Mann? Oh mein Gott. Ich werde zur Base laufen. Ja, Leute, ich laufe zur Base. Die ist nämlich auch weiter unten. Also die ist hier unten irgendwo. Da ist sie. Ich bin jetzt da oben. Und da werde ich meine Sachen holen, die ich da noch habe. Und dann sehen wir uns hier unten wieder. So, bis gleich. So, Leute, bin ich wieder zurück. Wir sind da unten angekommen. Da unten ist nämlich der Eingang von der Königin. Ich habe zwar keine perfekte Rüstung an. Aber das macht eben halt nichts, weil ich euch das nur zeigen wollte. Ich wollte es gerne auf dem Online-Server wieder machen, weil du dann wieder extra Sachen bekommst, weil das ist eben halt mein privater Server. Und auf den probiere ich immer nur aus. Also auf den teste ich vom Baustil her, was man da so machen kann. Da, Palast der Hexenkönigin. Zu der gehen wir. Wir werden da jetzt reingehen. Und ja, dann gucken wir uns das mal an, was wir da so bekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich mit euch das schon in ein Video gemacht? Glaube ich nicht. Ich war mit euch noch in keinem Video da drinne. Und wenn, Leute, wiederholen wir es eben halt nochmal. Da oben ist sie jetzt. Wir müssen jetzt hier gleich noch zwei große Statuen zerstören. Da sind sie. Die beiden bewegen sich und da hinten steht sie schon. Die setzt sich gerade wieder hin. Die müssen wir als erstes. Da wird gleich einiges passieren. Das wird ja alles jetzt mitkriegen, bevor ich noch die ganze Zeit rumlabe. Da, die Wand geht schon hoch und jetzt bewegt sich gleich irgendeine Statue. Bracelet you wear marks you my enemy. Da, die Statue. Da, jetzt bewegt sie sich. Und immer in Bewegung bleiben, Leute. Weil sonst werdet ihr die nicht, ehrlich gesagt, schaffen. So wie ich jetzt, Leute, ich habe jetzt Godmode an. Ich könnte jetzt draufhauen. Aber ich zeige euch, wie ich das meine, weil so habe ich das nämlich auf diesen anderen Server gemacht. Ich bin hingegangen,
so ihm halt einmal getroffen und schnell wieder weggerollt, damit die dich eben halt nicht treffen. Aber wir werden jetzt draufkloppen, weil wir jetzt einmal God-Mode natürlich anhaben. Ist ja mein privater Server. Und so, müsste eigentlich auch gleich tot sein. Leute, das ist nur für Vorführeffekt. Also ich will euch das nur zeigen, weil einige von euch spielen bestimmt Conan oder wollen das mal testen und haben Bock drauf, auch mal irgendwelche Endbosse zu besiegen. Dann zeige ich euch, wo die sind, weil viele, ja, es gibt so viele und man weiß einfach gar nicht, wo die sind, sag ich mal. Ich kenne auch nicht alle. Es gibt auch wieder eine neue Stadt hinzugefügt worden ist. Und da muss ich auch noch hin. Jetzt geht das wieder los. Also machen die immer irgendwelche komischen Strahlen. Völlig behindert. Weil sind die hell. Oh mein Gott. Sorry, Leute. Kannst jetzt mal wieder weitergehen? Komm, wiederbelebt den da. Irgendwann wird mich beschützen, Digga. Der erste ist doch schon tot. Finde ich mal so geil. Das hat sie auch damals gesagt, wo ich das alleine gemacht habe. Auf einem anderen Online-Server. Da kann ich euch ja sonst gerne nochmal zu Ende, Leute. Müsste ich noch haben, die Aufnahme, wie ich sie besiegt habe. Die füge ich euch zum Ende nochmal hinzu. Damit ihr das seht, dass ich die auch ohne God-Mode besiegen kann. Ja, das ist eigentlich, die ist eigentlich relativ einfach, sag ich mal. Ihr wisst die bloß, was ihr drauf achten müsst, dass bei der Hexenkönigin, wenn ihr da mal hingeht und die besiegen wollt, so wie ihr, immer wegrollen. Lasst die nie zum Schlag kommen, Leute. Rollt euch weg und haut wieder drauf. Rollt euch weg, haut wieder drauf. Das war meine Taktik. Weil wenn die zum Schlag kommt, die macht ganz schön Damage, muss ich sagen. Also die, mich hat sie, glaube ich, einmal getroffen oder so. Und die hat, alter Schwede, die hat ordentlich reingehauen. Ich glaube, zwei Schläge von der und du bist fast tot, wenn du eine, sag ich mal, leichte oder mittlere Rüstung anhast. Ich hatte aber eine starke Rüstung an. Und die hat mir richtig heftig Damage reingezogen. Es kommt aber auch je nachdem drauf an, wie die Server-Einstellungen sind, Leute. Wenn die Server-Einstellungen scheiße sind, dann ist klar, dann macht sie keinen Damage. Aber da kommt sie und die ist gleich riesig, Leute. Guckt euch die mal an, wie groß sie ist. Da bin ich ein kleiner Forts gegen. What? Oh mein Gott. Ja, guck mal, und da müsst ihr mal drauf achten. Die darf nicht zum Schlag kommen. Die Hexenkönigin. Ich habe jetzt auch nicht das beste Schwert mitgenommen. Ich habe jetzt einfach irgendein Schwert mitgenommen, weil das, ihr seht, das geht auch so. Und das lohnt. So, jetzt werden wir die mal nicht mehr zum Schlag kommen lassen hier. Ja, das macht nicht so viel Damage, das Schwert. Das ist gut zu wissen. Na Leute, wie gesagt, das macht mega Spaß, diese Endbosse einfach auch zu besiegen und euch das zu zeigen. Auch wenn ich jetzt God-Mode anhab. Aber wie gesagt, ich werde zum Ende hin, Leute, werde ich nochmal ein Video einblenden, wie ich sie ohne God-Mode besiegt habe. Das sind dann 3 Minuten, die ich nochmal hinten ranhänge. Ne? Lass mich in Ruhe, es ist Zeit. Ja Leute, und jetzt haben wir hier, haben wir jetzt einen Schlüssel für Ramas Quartier. Maske der Hexenkönigin. Beides mitnehmen. Zeige ich euch gleich noch. Da werde ich auch nochmal schnell einen schnellen Cut machen und dahin gehen. Und dann habt ihr hier oben noch. Hier ist ja der Thron. Da könnt ihr euch, was weiß ich, normalerweise hinsetzen. Normalerweise. Aber du hast jetzt hier neue Talente erlernt. Steht da. Lemanische Rüstung der Königin. Sowieso. Und das ist die Rüstung, die sie da unten anhatte eben. Ich kann sie euch ja mal zeigen. Warte mal, Leute. Wir holen die mal schnell aus
kreativ. Ich zeige euch sie jetzt nochmal komplett. Ausrüstung. Komplett runter. Wir müssen jetzt einmal länger scrollen, weil die ist irgendwo weiter unten. Ich habe zwar oben eine Sucheleiste, aber man kann es auch so suchen. Was sind jetzt nur Waffen? Kommen jetzt auch mal die Rüstungen oder so? Sonst gebe ich das ja echt oben gleich ein. Allein wie viele Waffen das Spiel hat, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist nicht mehr normal, ey. Alter Schwede, sind das viele Waffen. Wie heißt die Rüstung, Leute? Jetzt müssen wir mal gucken. Lemanische Rüstung oder so heißt die, ne? So, Administratormenü. Ausrüstung. UM. Reicht das, wenn ich L eingebe? Dann müsste ja eigentlich alles mit L anzeigen. Er zeigt einfach alles an. Jetzt will ich sie euch zeigen und ich finde sie natürlich nicht, ne? Weil die irgendwo bestimmt hier ist. Bloß wo ist die Frage? Immer noch Waffen, das ist da. Guck mal, hier kommt schon mal Rüstung. Also das ist schon mal gut. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Das ist eh alles nicht. Das ist sie auch nicht. Das ist nämlich eine ganze Rüstung. Die müsste eigentlich ziemlich weit unten sein. Da haben wir sie, außergewöhnliche. Wie werden sie jetzt? Ich habe sie jetzt einmal. Ja, moin. Wir gehen mal hin, wo es ein bisschen heller ist. So. Und jetzt werden wir sie einmal anziehen. Weil ich finde sie relativ, zwar wenig Schutz, sag ich mal. Hochwertige ausführliche Rüstung, Überlebensbonus, leicht. Rüstungswert 53. Ist nicht besonders viel, also ist sehr, sehr wenig. Was habe ich jetzt hier? Eine Rüstungswert 17 und 53, okay. Das ist natürlich besser als meine Rüstung, die ich jetzt anhab. Aber Leute, das ist diese Rüstung. Illemanische sowieso Rüstung da. Ich finde sie mega geil, also sieht mega schön aus. Ich sag für Fights und wenn du irgendwelche Bosse mit der besiegen willst oder so, nee. Ich hätte sie nur angezogen, wenn du was weiß ich mal farmen willst. Oder einfach mal ein bisschen am Bauen bist. Ja, weil das sieht echt verdammt geil aus, muss ich sagen. Allein wie das sich auch unten die ganzen, alles sich mitbewegt und alles, das sieht echt episch aus. Also es lohnt. So, wir werden jetzt die normale Rüstung anziehen. Und dann werden wir jetzt einmal uns schnell woanders hin teleportieren. Administrator-Menü will ich nicht. Wir müssen hier oben in dieses Dorf. Ja, Leute, das Video geht heute mal eindeutig länger, aber es macht eben halt nichts. Statt der sowieso. Jetzt müssen wir aber hier mal gucken. Die muss irgendwo hier sein. Westmauer. Irgendwo ist hier ein Haus. Mit Fenstern, was. Jetzt hänge ich auch noch fest. Ja, moin. Mal, hier ist die Bar. Zu der wollen wir aber nicht. Das Haus muss in die Richtung sein. Och, Leute. Spiel. Was ist los? Dass es ab und zu mal immer ein bisschen hängt, das ist. Ja! Nervig. Ist das hier vielleicht? Wo ist denn das jetzt nochmal?
Verdammt! Klettern wir mal da hoch. So. Ich schaffe mir jetzt mal einen Überblick hier, das ist ja nicht mehr normal. So. Guck mal, da sind. Da geht es ja nicht weiter. Hier sind die, diese. Da ist das Gefängnis. Hä, wo ist denn? Hey Leute, ich habe echt gerade keine Ahnung, wo die ist. Guck mal, Silberband und Dings. Ja mal, wusste ich gar nicht, warum die Truhe ist. Guck mal, wir können auch runterspringen. Passiert noch nicht. Gott muss natürlich. Hey Leute, tut mir leid, ich bin gerade überfragt, wo dieses Gebäude ist. Das ist irgendwo hier drin. Ich weiß aber nicht ganz genau wo. Aber da ist. Alles klar. Ist die Bar? Bei der Bar müssen wir aber nicht hin. Keine Ahnung, Leute. Ich werde mal jetzt, was ich. Ich werde, glaube ich, zum Schluss nochmal ein Bild einblenden, weil hier irgendwo ist hier so ein Haus. Vielleicht weiß es ja einer von euch, das eingucken. Bloß du kannst eben halt die Tür nicht aufmachen. Und das müsste hier irgendwo sein. Keine Ahnung wo. Gerade. Aber ich kann das im nächsten Video sonst mal zeigen, wo das ist. Dann werde ich mir mal schlau machen, wo es nochmal war. Und ja, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall, würde ich sagen, im nächsten Video weiter. Weil bevor ich hier noch rumlaufe und weiter das Ding suche, kann ich ja lieber ein. Da wie gesagt, das Video beenden und im nächsten Video das Ding zeigen. Wo dieses Ding ist hier. Keine Ahnung. Echt nicht. Da kannst du reingucken, das weiß ich. Aber da kannst du nicht reingehen. Also hier kannst du reingehen. Aber hier ist nur diese Rüstung. Also hier kannst du mit denen handeln. Kannst mit ihnen reden und so, wie du willst, aber brauchen wir nicht. Ja Mensch, das war's ja komplett. Was haben die da unten vor, echt? Wollen mich alle verprügeln hier oder was? War das da drüben? Sieht danach aus. Wartet mal, Leute. Wir gehen nochmal ganz schnell was gucken. Südufer. Was gefunden, Leute. Ich musste erstmal überlegen, ja moin. Aber wir haben es gefunden. Na Leute, hier ist das. Das ist das Haus. Das müsst ihr suchen. Das ist hier vorne bei. Da. Da unten seht ihr es. Genau da, wo ich jetzt stehe, ist dieses Haus. Und da könnt ihr nur mit einem Schlüssel rein, weil ihr seht da drinnen. Steht sie jetzt nicht da? Doch. Also hier muss sie da stehen. Wir gehen mal rein. Kommt ihr nur rein, wenn ihr einen Schlüssel habt. Siehst du, jetzt öffnet sich nämlich auch die Tür, weil ich eben halt den Schlüssel im Inventar habe. Ramos Hauptquartier. Das ist Ramos Raubquartier. Normalerweise steht sie hier. Sie steht auch hier. Ramos auch schön. Aber irgendwie
Ja, lädt das nicht, Leute? Alles klar, würde ich sagen. Jetzt ist sie da. Das ist nämlich die aus dem Trailer. Wenn ihr euch den Trailer kennt, die von den einen Typen befreit wird. Der Typ steht vorne bei der Bar und sie steht eben halt hier drinnen. Sieht ihr auch, das erkennt man. Und mit ihr könnt ihr jetzt eben halt ganz normal reden. Das werde ich jetzt nicht machen, aber fürs nächste Mal wisst ihr eben halt Bescheid. Und ich, ja, muss es mir ja noch anhören. Ich will ja hier auch die Story, sag ich mal, hier alles so ein bisschen erforschen und so und gucken. Ja, Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder Livestream wieder. Euer Mod GTA 19. Tschüssikowski. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.